Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zum neuen Monatsorakel für den Monat Februar im Jahr 2021. Ich freue mich über viele neue Abonnenten. Hallo, schön, dass ihr da seid. Auch über eure zahlreichen Kommentare und Daumen hoch vom letzten Video nochmal. Herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, heute habt ihr wieder zwei Stapel zur Auswahl. Ihr könnt euch hier für einen Stapel entscheiden. Ihr könnt euch auch beide Stapel anschauen, falls ihr euch von beiden angesprochen fühlt. Ihr könnt hier Themen belegen, Personen, fühlt euch da ganz frei, wie eure Intuition euch das sagt. Hier oben habe ich eine allgemeine Botschaft aus der Rückseite der Decks, die ich verwendet habe. Die stelle ich euch auch gleich nochmal kurz vor. Für die Eiligen habe ich die Anfangszeiten unten in der Infobox. Da könnt ihr dann direkt zur allgemeinen Botschaft oder zu eurem Stapel springen. Und ich lege mal los mit der Vorstellung der Decks. Ihr habt dann noch einen Moment, um euch hier für einen Stapel zu entscheiden, auch um euch ein bisschen zu entspannen. Ja, atmet gerne tief ein und aus. Ihr müsst jetzt nichts tun, ihr müsst nirgends hin. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier ein bisschen zu entspannen und etwas für euch zu tun. Und ich beginne mal ganz schnell mit der Vorstellung. Da haben wir hier einmal das Map-Orakel. Weisheitskarten der Seele aus dem Knauer Verlag. Das sind die, die oben aufliegen. Dann habe ich gearbeitet, ich zeige euch das mal parallel mit den Karten, dass ihr das auch zuordnen könnt. Dann habe ich gearbeitet mit den... Doch, da sind sie. Ich dachte schon. Mit dem Lebensorakel der Engel von Noreen Virtue aus dem Allegria Verlag. Dann haben wir noch das Modern Witch Tarot aus dem Königsfurt Urania Verlag. Und wir haben die Karten der Selbstheilung von Chuck Spessano. Und zu guter Letzt noch eine Selbstliebe-Botschaft für den Februar. Die Sacred Self-Care, also Selbstfürsorge, Selbstliebe-Karten von Jill Pyle aus dem Hay House Verlag. Fokussiert er das? Kriegt er das hin? Ja, Hay House Verlag. So, ihr Lieben, ich beginne mal mit der übergeordneten Botschaft für uns alle für den Februar. Und da kam als allererste Karte, beziehungsweise als erste rückseitige Karte, die Nummer 11, der Balanceakt. Ja, sehr passend für die momentane Situation, wie ich finde. Diese Karte spricht davon, dass um uns herum vielleicht sehr herausfordernde Umstände vorherrschen. Manchmal Chaos, manchmal Ungewissheit. Und ja, sie verspricht uns, dass wir jetzt in der Lage sein werden, hier den Balanceakt zu meistern, also einerseits uns mit den gegebenen Umständen auseinanderzusetzen, auf der anderen Seite aber auch bei uns selbst zu bleiben und uns nicht so sehr hin und her werfen zu lassen wie ein Schiff auf wilder See. Ja, ich gehe nachher nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Dann mache ich mal weiter mit den Selbstheilungskarten. Da kommt für uns folgende Botschaft. Falsche Entscheidungen, Nummer 70. Es könnte also sein, dass wir uns jetzt im Februar mit vermeintlich falschen Entscheidungen plagen oder uns sehr viele Gedanken darüber machen, ob wir nicht vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen haben oder nicht. Oder vielleicht auch das Gefühl haben, Möglichkeiten und Chancen nicht wahrgenommen zu haben in der Vergangenheit und dass wir uns damit ein bisschen schwer tun. Dann kommt aus dem... Nee, wir machen mit den Lebensaufgaben der Engel weiter. Erscheint mir logischer. Da kommt das Thema Ernährung. Du heilst durch deine kulinarischen Fähigkeiten. Das kann einerseits ein Hinweis auf deine berufliche Tätigkeit oder deine beruflichen Wünsche sein. Es kann aber auch einfach bedeuten, dass du in diesem Monat besonders gerne kochen wirst, backen wirst, Nahrungsmittel zubereiten wirst für dich, für deine Familie. Ja, und dass das Thema Ernährung für dich in diesem Monat einfach sehr wichtig ist. Auch ein Hinweis darauf, dass wir darauf achten, was wir zu uns nehmen, dass wir uns gut ernähren. Und
Ja, vielleicht möchtest du auch deine Ernährung in irgendeiner Art und Weise umstellen. Auch dann wäre das der perfekte Monat dazu. Und für diejenigen, die das nicht wollen, ja, du wirst einfach große Freude haben beim Zubereiten von Speisen. Und ja, vielleicht werden deine Mahlzeiten in diesem Monat auch einfach besonders gut schmecken, dir selbst oder anderen. Auch das kann durchaus sein, ja. Und dann haben wir noch aus den Self-Care-Karten. Die Nummer 46, Soak in a Bath, nimm ein Bad. Sehr schön, also das kann diesen Monat sehr wohltuend sein, also auch nochmal besonders in diesem Monat. Ja, ein Bad empfinde ich auch immer als wohltuend, aber gerade in diesem Monat ist es sehr, sehr wohltuend für deinen Körper, auch für deine Seele, auch zusammen mit der Ernährung würde ich sagen, ist in diesem Monat nochmal besonders auch das körperliche Wohlbefinden besonders wichtig. Sorge dafür, dass es dir gut geht, dass du, ja, dass du regelmäßig isst, dass du dich warm hältst, ja, also dass du dafür sorgst, dass deine körperlichen Bedürfnisse wirklich gestillt sind. Ja, wenn du keine Badewanne hast, kannst du natürlich auch duschen, also nimm das nicht zu wörtlich. Ja, baden gehen ist im Moment ja leider nicht möglich, aber eine Badewanne einlassen oder eine ausführliche Dusche nehmen, wo du dich auch wirklich reinigst von negativen Gedanken, Gefühlen, Angstenergien, die ja im Moment auch wieder sehr aktuell sind. Im Außen zumindest ist es hier auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sich davon zu befreien, das abzuwaschen mit Wasser. Ja, oder dich einfach auch zu entspannen. So, und am Ende der Reihe, das war auch die Karte, die als letztes von mir gezogen, beziehungsweise halt aus der Rückseite, auf der Rückseite gelandet ist, kommt schon ein kleiner Blick in die Zukunft, nämlich der König der Stäbe. Da oben sehen wir einen Löwen abgebildet und einen kleinen Salamander. Das können auch nochmal Krafttiere sein, die für den einen oder anderen wichtig sind. Und ja, mit dem Löwen, der weist auf den, für mich zumindest, auf den Vollmond im Löwen hin, den wir nächste Woche haben werden. Finde ich sehr schön. Da wird es auch noch mal ein kleines Überraschungsorakel geben in Zusammenarbeit mit meiner lieben Kollegin Gabriele. Lasst euch überraschen. Da werden wir uns die Mondenergien genauer anschauen in diesem Monat mit dem Vollmond. Ja, der König spricht von Energie. Er ist auch der klassische Unternehmer, die klassische Unternehmerin, auch wenn jetzt hier ein Mann abgebildet ist. Es geht hier um die Energie, die diese Karte widerspiegelt. Und man sieht es schon, die Faust ist geballt, die Füße stehen schon so, als würde dieser Mensch hier gerade im Begriff sein, aufzustehen und etwas in die Hand zu nehmen, den Stab in die Hand zu nehmen, seine eigene Macht in die Hand zu nehmen, seine Autorität und mit Selbstbewusstsein und Führungskraft hier etwas in die Wege leiten. Muss nicht sein, also das gilt nicht nur für Selbstständige, sondern für dich in jeder Lebenssituation, ja. Also für mich ist das so ein bisschen auch der Ausblick in die kommenden Monate. Denn hier im Februar, wie gesagt, haben wir es mit einem Balanceakt zu tun. Das kann einerseits bedeuten, wie eben schon angedeutet, dass du dich auch sehr gut von äußeren Energien abschirmen darfst, ja. Dass du, wenn du hier das Gefühl hast, in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen zu haben oder auch nicht getroffen zu haben, dass du jetzt den Balanceakt finden darfst zwischen Reflexion, okay, was habe ich da getan, was habe ich gedacht, und wohin hat mich das geführt? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch bitte, bitte eine Ermutigung an uns hier, nicht den Fehler zu machen, uns damit zu lange aufzuhalten. Ja, also es ist nicht der Monat, an dem wir an falschen Entscheidungen hängen sollten, uns darüber Gedanken machen sollten, uns gedanklich fertig machen sollen. Auch Gedankenkarussell ist hier wieder ein Thema, ja. Nimm Abschied davon, du hast keine falsche Entscheidung getroffen. Diese Entscheidung war in dem Moment genau das Richtige für dich. Und es gibt gute Gründe dafür, warum du diese Entscheidung getroffen hast. Und es wird sich herausstellen, dass diese Entscheidung goldrichtig war für dich. Auch wenn du das jetzt im Moment noch nicht glaubst, ja. Also es ist wirklich eine Ermutigung dazu, diese Vorstellung davon, dass du eine falsche Entscheidung oder eine Gelegenheit verpasst hast, bitte loslassen sollst und nach vorne schauen sollst
Denn diese Energie, in der Vergangenheit verhaftet zu sein, das kenne ich sehr gut. Ich bin Krebs, wir neigen zu solchen Gefühlen auch durchaus, ist nicht hilfreich. Und auch die geistige Welt sagt auch, es ist nicht nötig. Ja, du hast hier keine falsche Entscheidung getroffen. Entweder hast du es schon erkannt oder du wirst es sehr schnell erkennen, dass da eine Entscheidung getroffen wurde von dir, die dich in eine gute Richtung gebracht hat, auch wenn das im Moment vielleicht sich nicht so anfühlt. Ja, also ihr seht schon, herausfordernde Energien für diejenigen unter uns, die hier vielleicht noch mit etwas hadern aus der Vergangenheit. Wenn du jemand bist, der sehr im Hier und Jetzt lebt und eher zukunftsorientiert ist, dann betrifft dich diese Energie auch nicht so stark. Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass die beiden Stapel hier zwei verschiedene Energien ansprechen. Und lass dich überraschen, was jetzt hier gleich in deiner persönlichen Botschaft herauskommt. Ich beginne mal mit der linken Seite. Bevor ich da jetzt zu tief einsteige, können wir auch gleich mit dem Reading beginnen. Wenn du dich hier für diesen, ich würde sagen, rosa Achat entschieden hast, man sieht das hier nicht so schön, dann kommt aus dem Map-Orakel zu dir der magische Fluss. Sehr schön, ich halte immer gerne kurz in die Kamera, dass ihr die Energie hier der Karten auch so ein bisschen mitnehmen könnt. Wir sehen da einen Fischreiher, da hinten einen Wasserfall. Ja, alles glitzert so ein bisschen magisch auch. Der magische Fluss, wunderbar. Dann kommt aus den Karten der Selbstheilung zu dir der Humor, Nummer 25. Hier sehen wir einen kleinen Pan, der hier auch schon so ein bisschen keck in die Kamera beziehungsweise auf den Zuschauer grinst, würde ich sagen. Er hat eine Flöte in der Hand. Und dann haben wir noch aus den Lebensaufgaben der Engel die Musik. Deine Verbindung mit Musik ist heilend für dich und andere. Sehr schön. Ist ja auch für mich so ein bisschen zweimal angesprochen, auch mit der Flöte hier nochmal. Dann haben wir für dich in diesem Monat eine Selbstliebe, Selbstheilungs-, Selbstfürsorge-Aufgabe. Und da wäre für dich in diesem Monat die Nummer 40 besonders wichtig. Pleasure. Also hier ist auf jeden Fall körperliche Lust angezeigt. Wir sehen hier aber auch Chakrafarben, das heißt für mich alles, was dir körperlich gut tut, was dafür sorgt, dass du dich wohlfühlst, ist in diesem Moment oder in diesem Monat besonders wichtig für dich. Achte darauf, das kann für die einen mit Sexualität in Verbindung stehen, muss aber auch nicht. Wenn du dich da nicht angesprochen fühlst, kann es hier auch um Kreativität, um Meditation gehen, ja. Also alles, was dich einfach in einen angenehmen Zustand bringt, deinen Körper eben auch eingeschlossen. Das ist wirklich ein Schwerpunkt in diesem Monat. Hier oben mit der Ernährung und dem Bad auch nochmal, also wirklich auch für dich. Achte darauf, dass du deine körperlichen Bedürfnisse diesen Monat wirklich achtest und erfüllst. Und aus dem Tarot zu guter Letzt für dich die 7 der Kelche. Das ist eine Karte, die sehr unterschiedlich gedeutet wird. In diesem Zusammenhang würde ich sie aber eher positiv sehen. So, der Fluss des Lebens erinnert dich daran, dass du immer mit allem verbunden bist. Dass für dich jetzt im Februar auch eine Zeit ist, wo du dich dem Strom des Lebens oder dem Fluss des Lebens hingeben darfst. Und diese Karte bittet dich, das wirklich zu genießen, wenn du dich auf diesen Strom, diesen Fluss, dieses natürliche Voranschreiten einlassen kannst, dann wird das ein sehr angenehmer Monat für dich, ja. Wir haben hier den Humor liegen, das heißt, es wird sicherlich auch ein Monat, an dem du einiges zu lachen hast, ja, wo du vielleicht auch mal wieder einen Film schaust, der dich zum Lachen bringt, oder ein YouTube-Video, ein Buch liest, das halt leichte Energie mit sich bringt, etc. Vielleicht bist du auch einfach besonders witzig diesen Monat, ja, vielleicht empfinden dich deine Kollegen, deine Familie, Menschen, mit denen du umgehst, als sehr schlagfertig, etc., auch ein bisschen verschmitzt mit dem Pan hier, der natürlich auch ein bisschen in Verbindung mit der körperlichen Liebe steht, ja, auch Lust ist Thema des Pans.
Das könnte für einige wirklich eine große Rolle spielen. Ja, Musik wird dir diesen Monat helfen, hier nochmal mehr in den Fluss zu kommen. Entweder dadurch, dass du sie hörst oder vielleicht machst du auch selbst Musik, bist Musikerin, Musiker im Musikbusiness tätig. Auch das ist diesen Monat sehr begünstigt. Außerdem ist deine Fantasie hier mit der Sieben der Kelche sehr angeregt. Auch zusammen mit dem magischen Fluss hier wirst du diesen Monat neue Möglichkeiten, neue Chancen erkennen können für dich. Im privaten Bereich, im beruflichen Bereich, ja, also du wirst hier einige neue Ideen haben und wie gesagt, du wirst wahrscheinlich auch sehr fantasievoll, auch das ist ein Thema des Pans, an die Dinge herangehen, egal in welchem Lebensbereich, ja, ob du, wie gesagt, da beruflich einfach merkst, dass du jetzt neue Ideen hast, um Dinge zu regeln, zu managen oder im familiären oder partnerschaftlichen Bereich, du wirst auf neue Ideen kommen. Und wie gesagt, Humor und Musik können das fördern, also unterstützen diese Energie. Oder wie gesagt, du bist vielleicht im Musikbereich tätig und merkst, dass du einfach neue Ideen hast um einen Song zu komponieren oder deine Musik zu vertreiben, zu vermarkten, etc. Die Sieben der Kelche steht klassischerweise manchmal auch für Verliebtheit. Es könnte also auch sein, dass hier vielleicht gerade auch mit dem Pan hier ein neuer Mensch in dein Leben kommt. Wenn das so ist und es dich sehr erwischt hier mit den Sieben der Kelchen ist im Bereich des Möglichen, dann steckt ja auch eine ganz leise Warnung darin, es langsam anzugehen. Ja, also dir diesen Menschen, der dann neu auf dich zukommt, wirklich ganz genau anzuschauen. So wie die Dame das hier tut, mit den sieben Kelchen hier oben und ganz genau zu gucken, was ist das für ein Mensch, ja? Also es sagt nicht, dass du dich hier in den Falschen verliebt hast, aber diese Karte warnt auf jeden Fall ein bisschen vor Illusionen und dass wir uns bitte genau anschauen sollen, was sich da in einer Gelegenheit, in einem Menschen, in einer Chance verbirgt. Das ist die leise Warnung dieser Karte. Aber solltest du jemand sein, der nach neuen Möglichkeiten sucht, wird das auf jeden Fall auch ein Monat sein, wo du neue Möglichkeiten finden wirst. Und der magische Fluss des Lebens sagt dir auf jeden Fall, dass du dich für die Möglichkeit entscheiden solltest, die wie drücke ich es aus, die dich mit anderen Menschen verbindet, zum einen. Und der Fluss des Lebens sagt auch, dass wir bitte in diesem Monat nicht gegen den Strom schwimmen sollen. Damit würden wir es uns unnötig schwer machen. Ich versuche das gerade so ein bisschen mit den Optionen zu verbinden. Also wähle die Option, die sich leicht anfühlt. Ha, so genau. Ja, du brauchst diesen Monat nicht gegen Mauern zu laufen, Widerstände niederzuringen. Etc. Das ist nicht der Monat dafür. Für dich ist es wirklich hier eine schöne Botschaft, die sagt, wenn du dich hier entspannst, dem Leben vertraust, dem Fluss des Lebens, dann wird sich hier einiges auf magische Weise fügen. Ja, dann sind wir wieder beim Thema Synchronizitäten. Ja, es werden dann Dinge zusammenspielen, zusammenkommen und vielleicht auch etwas ganz Neues ergeben, mit dem du noch gar nicht gerechnet hast. Vielleicht eben auch Chancen hier reinbringen in dein Leben, mit denen du nicht gerechnet hättest. Ich sag's nochmal, wenn das so ist, wenn hier neue Menschen Chancen auf dich zukommen, einfach nur ein bisschen gucken, ja, dass du dich hier nicht blenden lässt, und dann hier womöglich noch auf die Schlange hereinfällst, hier oben zum Beispiel, ja, oder vielleicht zu materialistisch an die Dinge herangehst. Wenn das, wie gesagt, nicht dein Thema ist, dann lass es einfach liegen. Aber ja, dass wir uns einfach genau anschauen, was kommen hier für Optionen herein und für was möchte ich mich entscheiden, was ist mir wichtig. Ihr Lieben, wir haben hier die 18, das ist der Mond auch nochmal. Wir haben hier oben auch einen kleinen Mond abgebildet. Vielleicht auch für dich gerade nochmal der kommende Vollmond wichtig. Vielleicht bist du auch ein Feuerzeichen, Löwe, Schütze, Widder. Ach, übrigens, vielen Dank nochmal für den Kommentar mit der schönen Idee, die Sternzeichen abzukürzen. Das ist eine sehr schöne Idee, nehme ich mir an. Da komme ich auch immer gerne ins Stolpern.
So, ich schaue noch mal einen Moment, wenn ich nichts sage, überlege ich, gucke ich, ob mich hier noch was anspringt. Meditationsmusik ist hier natürlich auch angesprochen, ja, also alles, was mit Musik zu tun hat, Tönen, Channeln, ja, Channeln eventuell auch, Chanten, Trommeln, Musikinstrumente, aber auch einfach das Hören von Musik. Da bist du einfach sehr empfänglich diesen Monat. Das Machen von Musik fällt dir leicht. Der magische Fluss. Ich schaue noch mal kurz ins Büchlein, ob ich etwas Wesentliches vergesse. Ich habe das Gefühl, da ist noch irgendwas, was ich noch nicht. Ach so, der letzte Satz vielleicht noch mal für dich. Erlaube der Magie, dich zu durchströmen und deine Träume in die Wirklichkeit zu tragen. Dein Erfolg wird vielen Menschen zugutekommen. Das fand ich nochmal sehr schön. Also auch der Magie des Lebens zu vertrauen, gerade im Moment vielleicht schwierig, aber hier wirklich das Leben meint es gut mit dir und du bist hier wirklich im Fluss. Und wenn dein Erfolg wird dich beflügeln, wenn wir erfolgreich und glücklich sind, beflügelt das und heilt das aber auch andere, ja, das vielleicht noch dazu. Falls du dir da irgendwie Sorgen machst oder ein Teil von dir vielleicht immer wieder denkt, ah, ist das nicht egoistisch, wenn ich erfolgreich sein möchte? Durchaus nicht, durchaus nicht. Das befreit und beflügelt auch andere Menschen und kann ihnen helfen, wiederum ihre Träume zu verwirklichen. Ihr Lieben, gerade für euch auch nochmal hier das Wasser besonders wichtig, duschen, baden, ja, um euch auch von negativen Gedanken nochmal zu befreien, falls das nötig sein sollte. Vielleicht hast du sogar eine Regenbogendusche, das gibt es ja mittlerweile auch, das wollte ich mir auch immer schon mal anschaffen, habe ich aber auch noch nicht, ja, wo man dann auch mit bestimmten, das Wasser in bestimmten Farben leuchten lassen kann, sieht fantastisch aus, habe ich aber auch noch keine Erfahrung mit, vielleicht jemand von euch. Ja, auch sowas könnte diesen Monat besonders hilfreich sein für dich. Ich hoffe, ich konnte dir hier eine hilfreiche Botschaft mitgeben. Also hier wirklich das ist hier der angenehme Stapel in diesem Monat. Solltest du dich hier nicht so angesprochen fühlen und eher zu den Menschen gehören, die hier vielleicht noch an diesen etwas negativen Energien aus der Vergangenheit festhängt, guck dir auf jeden Fall auch nochmal den rechten Stapel an. Zu dem komme ich jetzt gleich. Der wird doch etwas ausführlicher. Gute Botschaften sind halt auch schnell verbreitet, ne? Also hier liegen für mich keine großen Herausforderungen, im Gegenteil, sondern eine sehr angenehme Energie. Und ich hoffe, du kommst hier in den Fluss diesen Monat und kannst den Februar wirklich für dich angenehm gestalten und ja, hier privat, kreativ dich wirklich auf diesen Fluss des Lebens einlassen. Sieht sehr, sehr gut aus für dich. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Orakel schaut. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim Vollmond-Orakel dabei seid nächste Woche. Ansonsten gibt es noch die Portaltage am Freitag für den Februar. Bis dahin, ihr Lieben, macht es gut. Ciao. So, kommen wir zur rechten Seite. Wenn du dich für diesen Stapel entschieden hast, für den dunkelgrünen, tja, was kann es sein? Es könnte ein dunkelgrüner Achat sein. Kann es leider nicht so gut sehen hier. Er sieht jetzt hier so ein bisschen schwarz-blau aus, ne? Gut, lassen wir es dabei bewenden. Ich lege ihn hier oben hin und wir schauen mal, was hier für dich kommt. Aus dem Map-Orakel wollte zu dir das magische Gebet, die Nummer 32, das zweite Mal, dass das Wort magisch auftaucht in diesem Monat. Vielleicht nenne ich das Orakel auch so, ich muss mal schauen. Die Nummer 32, ganz vorweg für diejenigen unter euch, die beten und die in letzter Zeit um eine Antwort auf ein Gebet gehofft haben oder eine Frage gestellt haben an die geistige Welt, an Gott, an das Universum, dann sagt diese Karte, dass die Antwort auf dem Weg ist. Ja, also du wirst diesen Monat eine Antwort erhalten auf deine Frage, auf dein Gebet. Wir gehen mal weiter. Ja, hier ist es auf jeden Fall eine recht anspruchsvolle Energie. Es sind auch mehr Karten gekommen. Und ich mache mal weiter mit den Selbstheilungskarten von Chuck Spessano. Da kommt einmal geplatzte Träume, 72. Keine Angst, ihr Lieben, keine Angst. Ich nehme die andere mal dazu. Und da kommt sie auch, die Angst, die Nummer 53.
Das sagt nicht, dass im Februar eure Träume platzen werden, sondern im Gegenteil, insbesondere auch mit der falschen Entscheidung. Hier habe ich den Eindruck, dass ihr entweder sehr große Befürchtungen habt, dass hier ein Traum platzt oder platzen könnte, ein Vorhaben, irgendetwas, was ihr geplant hattet. Ja, also dass ihr hier einfach sehr in Zweifeln seid und euch Sorgen macht. Es kann aber auch sein, dass in der Vergangenheit schon etwas nicht so geklappt hat, wie ihr das gerne gehabt hättet, ja. Wir machen mal erst weiter. Aus dem Tarot kommt zu dir die 5 der Kelche, die das nochmal unterstreicht, ja. Also hier ist wahrscheinlich etwas nicht so gelaufen, wie du das gerne gehabt hättest. Wir sehen hier eine Frau, die auf 3 umgestoßene Kelche schaut. 2 stehen noch. Diese Karte kam auch schon im letzten Orakel vor. Ich meine auch beim rechten Stapel. Vielleicht schaust du da noch mal rein, falls du nicht ohnehin dabei warst. Ja, also eine Enttäuschung hat hier stattgefunden in der Vergangenheit. Das tut mir sehr leid für euch. Aber die Karten haben da auch gute Nachrichten. Wir machen mal weiter. Aus den Lebensaufgaben der Engel kam nämlich die Herzenswünsche-Karte. Die Engel unterstützen und führen und beschützen dich, während deine Träume Realität werden. Falls du mit Engeln nicht so viel am Hut hast, heißt das auch, dass Gott, das Universum, die Energien um dich herum dich unterstützen. Und dass deine Herzenswünsche hier nicht verloren sind, auch wenn du vielleicht den Eindruck hast oder dass hier ein großer Wunsch für dich jetzt noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Ich decke mal erstmal weiter auf, bevor ich noch tiefer reingehe. Dann haben wir hier noch eine zweite Karte. Ich wollte gerne eine zweite auf die Herzenswünsche. Und da kam die Lehrtätigkeit. Du inspirierst junge Menschen zum Lernen. Wir sind in einem allgemeinen Orakel, also heißt das für mich, du inspirierst Menschen zum Lernen. Also alle, die hier mit Lehr- oder Heiltätigkeiten in irgendeiner Art und Weise beschäftigt sind, dürfen sich bestätigt fühlen, dass sie da auf dem richtigen Weg sind. Das kann im spirituellen Bereich sein, aber auch in jedem anderen, in der Schule, VHS, wie gesagt, auch alle heilerischen Berufe, Krankenschwester, Krankenpfleger, Altenpfleger, Kindergärtnerinnen, Kindergärtner etc. Ja, also überall, wo du mit anderen Menschen zusammenarbeitest und denen entweder etwas beibringst oder ihnen hilfst zu heilen, gesund zu werden, etwas Neues für sich zu entdecken. So, und dann haben wir hier, da kamen gleich 2 Karten raus, da hatte ich gar nicht nach 2 Karten gefragt. Da fielen aber 2 raus, darum nehme ich die auch beide. Das sind Sachen, die du dir selbst, oder das kannst du dir Gutes tun in diesem Monat und das wird positive Energien unterstützen. Und wir schauen mal, was da für dich kommt. Zum einen die Nummer 11, die hatten wir hier oben auch schon mal. Connect with Crystals, verbinde dich mit Edelsteinen, mit Heilsteinen. Das ist auf jeden Fall in diesem Monat für dich sehr hilfreich und kann dich hier aus dieser Energie von vielleicht Enttäuschung, von dem Eindruck, falsche Entscheidungen getroffen zu haben, Träume nicht so erfüllen zu können, wie das vielleicht dein Wunsch gewesen wäre. Ja, die können dich da sehr unterstützen, diese negativen Energien loszulassen. Es gibt wirklich Heilsteine, die besonders auch für zum Beispiel positive Gedanken sorgen. Google da gerne mal. Ich gehe gleich nochmal genauer drauf ein. Wir machen jetzt hier erstmal alle Karten, decken erstmal alle Karten auf, entschuldigt. Dann haben wir hier noch für dich Connect with your Ancestors, Nummer 14. Auch das kann dir diesen Monat sehr helfen, entweder dich wirklich auf spiritueller Ebene mit deinen Ahnen zu beschäftigen, vielleicht hast du aber auch noch eine Großmutter, eine Mutter, vielleicht sogar eine Urgroßmutter, die noch lebt oder eine Tante. Menschen, eben deine Vorfahren sind hier gemeint, verstorben oder lebend, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befunden haben oder schon befunden haben wie du jetzt und die dir guten Rat geben könnten, was jetzt zu tun ist für dich. Wir sehen ja auch sehr schön den Baum, den Lebensbaum. Auch da fühlen sich ja viele hingezogen zu Irminsul. Vielleicht ist das auch ein Thema für dich. So, okay. Also, das mögen auch verschiedene Gruppen sein, die hier angesprochen sind. Der eine möchte halt eher mit Kristallen arbeiten, der andere möchte sich eher mit seinen Ahnen verbinden oder hat da größeren Bezug. Das kann natürlich auch beides sein, ja, dass du dich sowohl mit Kristallen als auch mit Ahnenforschung oder mit der Beschäftigung mit deinen Vorfahren, mit deiner Familiengeschichte, dich hier aus einer Situation befreien kannst.
Ja, das ist ein recht heftiges Orakel. Ich beginne nochmal mit dem magischen Gebet. Da wird die geistige Welt möchte, bittet dich, und das ist in dieser Situation eine, eine große Herausforderung, aber sie bittet dich, deine Wünsche, aber auch deine Ängste, deine Befürchtungen in ihre Hände zu geben, dich davon zu befreien, zu sagen, hier, das ist mein Päckchen, das sind meine Sorgen, meine Ängste, bitte nimm es von mir, ja, dass du das auch wirklich mal visualisierst oder es versuchst, das einem Engel oder einem oder der geistigen Welt in die Hände zu geben, ja, dass du es wirklich nicht mehr mit dir rumschleppen musst. Es macht überhaupt keinen Sinn, hier an vergangenen negativen Energien festzuhalten. Das bringt auch psychologisch nichts. Also es ist nicht nur ein spirituelles Gesetz, wenn man so will, sondern auch ein sehr psychologisches Phänomen, dass wenn wir uns sehr an negativen Vergangenen festhalten, das bringt uns nicht weiter, ja. Also wir sind dann im Kopf, wir gehen alles nochmal durch und hätte ich mal dies getan, hätte ich mal das getan, dies, das, Ananas. Den Spruch habe ich neulich gehört, fand ich ganz gut. Das bringt uns nicht weiter und es sorgt auch nicht dafür, dass sich irgendetwas verändert. Was aber helfen kann, ist die Vorstellung, dass du wirklich vielleicht alles richtig gemacht hast, dass es gar kein Fehler war, dass du nichts verpasst hast. Ich kriege hier auch ganz stark die Angst rein, etwas verpasst zu haben oder etwas verpassen zu können, vielleicht die Chance verpasst zu haben, einen Traum zu verwirklichen. Das ist nicht so. Hier kamen die Herzenswünsche und das magische Gebet. Du hast hier nichts verpasst. Du kannst auch deine Lebensaufgabe nicht verpassen. Das ist nicht wie ein Zug, der einmal vorbeifährt und wenn du nicht einsteigst, dann ist der für immer weg. So läuft das nicht. So gemein ist die geistige Welt auch nicht. Du hast immer wieder Chancen, hier etwas zu verwirklichen. Ja, also mach dir da bitte keine Sorgen, dass du hier etwas verpasst hast. Wenn die Chance wirklich für dich ist, wenn, dann wird sie wiederkommen. Ja, also bitte mach dir keine Sorgen. Was auch sein kann, und davon spricht das magische Gebet auch, du wirst bekommen, was gut für dich ist, oder hast vielleicht auch schon bekommen, was gut für dich ist, aber es war vielleicht nicht genau das, was du wolltest, ja, das hier mit den geplatzten Träumen angedeutet. Du wolltest vielleicht etwas ganz Bestimmtes oder auch jemanden und hast ihn nicht bekommen und konntest die Chance nicht wahrnehmen, konntest irgendetwas nicht ergreifen, nicht tun, nicht verwirklichen. Dann sollte das so sein, sagt das magische Gebet. Ja, das hören wir nicht gerne, ich weiß, aber der Kern deines Wunsches oder deines Anliegens ist noch da und ist auch auf dem Wege, sich zu erfüllen. Ich zeige dir die Karte nochmal, ja. Die Engel, Gott, das Universum unterstützen, führen und beschützen dich, während deine Träume Realität werden. Also deine Träume sind nicht geplatzt, sondern werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine andere Art und Weise manifestieren, verwirklichen, als du dir das gedacht hast. Ja. Es gibt da auch ein schönes Gebet hier zu dieser Karte, das ich nochmal ganz kurz zur Hand nehme. Das habe ich auch schon benutzt und habe damit sehr positive Erfahrungen gemacht. Und das lautet: Dein Wille geschehe durch mich, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ja, also wen du damit ansprichst, ist völlig individuell, es funktioniert aber trotzdem, ja. Für mich ist es das Universum und die darin enthaltenen Energien, für andere ist es Gott oder Allah oder ja, was immer du als göttliche Kraft betrachtest, vielleicht ist es auch die Natur, vielleicht, ja, dein Geistführer, deine Schutzengel, whatever, spielt keine Rolle, aber damit geben wir so ein bisschen die Kontrolle ab und auch unser eigenes Ego wird ausgetrickst, ja. Dann hat das keine Chance mehr, hier uns irgendwie in die Irre zu führen, sondern es passiert etwas, was zu unserem allerhöchsten Wohl geschieht, aber auch zum Wohle aller anderen. So, ja, insbesondere wenn du hier, wie gesagt, irgendeine Art von Lehrtätigkeit ausüben möchtest und da hat sich vielleicht etwas jetzt verschoben, es kann auch gut sein durch die momentanen Umstände, durch die Pandemie, dass hier Dinge nicht wieder öffnen konnten, dass du vielleicht auch dein Lokal nicht öffnen konntest, dass du noch nicht wieder zur Schule gehen kannst und da arbeiten kannst oder wie gesagt, ich habe es eben schon ein paar Mal gesagt,
Ja, dass du hier im Moment deine Lehrtätigkeit nicht so ausführen kannst, wie du das gerne hättest oder gemacht hättest. Vielleicht auch deine Kinder jetzt noch länger zu Hause unterrichten musst durch die Umstände. Du wirst hier einen guten Zugang haben. Das sagt diese Karte auch, auch unabhängig jetzt mal von der Tätigkeit. Du bist jemand, der einen guten Draht hat zu deinem eigenen inneren Kind. Also das dürftest du recht stark spüren. Und das führt dazu, dass gerade Kinder, aber auch das innere Kind in Erwachsenen auf dich sehr gut reagiert. Ja, das merkt, dass du hier reinen Herzens unterwegs bist. Und darum öffnen sich die anderen Menschen sehr schnell. Auch Kinder, glaube ich, haben auf viele von euch einen, ja, also die merken, dass du es gut meinst mit ihnen, dass du unverfälscht bist. Auch Tiere, ja, du hast da, glaube ich, einen sehr guten Zugang zu anderen Menschen, zum inneren Kind von anderen Menschen. Und du wirst auch kreative Ideen haben oder hast vielleicht auch schon, wie man hier jetzt in der momentanen Situation Menschen trotzdem noch unterrichten kann, ihnen etwas beibringen kann, andere Wege gehen kann, um jetzt trotzdem noch diese Tätigkeit ausführen zu können. Oder du planst jetzt auch schon für die Zukunft, ja, also was du vielleicht zukünftig noch Neues in deinen Beruf, in dein Hobby, in deine Wohltätigkeitsarbeit mit hineinnehmen kannst. Also zum Beispiel Bilder oder Musik. Ja, also du hast irgendwie neuen Input von außen auch, der dir hilft, hier deine Arbeit nochmal einen anderen Aspekt mit hineinzunehmen, andere Techniken mit hineinzunehmen. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und es mag ja auch sein, dass hier für einige vielleicht nur Teilbereiche auch betroffen sind, ja, dass hier vielleicht bestimmte Aspekte eures Lebens im Moment nicht so laufen, wie ihr das gerne hättet. Das muss ja nicht das gesamte Leben betreffen. Ich glaube nicht, dass das überall der Fall ist. Ich habe eher den Eindruck, dass es hier vielleicht sogar um ganz gezielte bestimmte Situationen geht aus der Vergangenheit, an denen du hängst oder an denen viele gehangen haben, die jetzt wirklich losgelassen werden dürfen. Lass das los. Mach dich nicht fertig. Mach dich nicht verrückt. Das ist alles so gelaufen, wie es laufen sollte. Und wenn dir das spirituell schwer fällt, dann hangel dich vielleicht an der psychologischen Seite ab, oder häng dich daran und sage dir, es bringt mir überhaupt nichts, da jetzt noch stundenlang, tagelang, wochenlang drüber nachzudenken und es immer wieder im Kopf durchzugehen. Dadurch kann ich es nicht ändern und es beeinflusst meine Zukunft nicht positiv. Ja, wirklich, es macht keinen Sinn, auch wenn wir da manchmal schwer rauskommen. Wenn du dich da befreien möchtest, dann einerseits, ich habe es gerade schon gesagt, ja, gibt es hier Gebete, auch sprich mit deinen Engeln, mit der geistigen Welt darüber. Auch das kann helfen, das loszulassen auf gedanklicher Ebene. Schreib es auf, lass es aus deinem Kopf raus, schreib es auf. Danach wird es dir wirklich, es wird dir besser gehen. Weil du es dann nicht mehr nur in deinem Kopf hast, sondern du hast es schriftlich, ja, und du kannst es dann auch geistig loslassen, ja, weil es ist ja nicht vergessen, es ist ja dann aufgeschrieben. Du kannst auch, wie gesagt, Kristalle, Heilsteine benutzen. Zum Beispiel ein Bergkristall, der ist sehr gut für Klarheit. Oder ein, ja, hier oben habe ich Bergkristall und Amethyst liegen. Der Amethyst stärkt nochmal unsere Verbindung nach oben auch. Den kannst du auch schön auf dein drittes Auge legen, zum Beispiel, um hier deine Anbindung nach oben nochmal zu festigen. Wenn du dich gegen negative Gedanken schützen möchtest, kannst du, also gegen Angstgedanken, die vielleicht auch eher von außen kommen, kannst du sehr schön einen Onyx oder einen Obsidian nehmen. Die schützen dich sehr gut vor Energie von außen, die du nicht haben möchtest. Ich überlege noch, auch für positive Gedanken. Da ist, glaube ich, der Honigkalzit sehr geeignet. Der bringt dich, hilft dir hier positive Gedanken zu empfangen. Google da gerne mal, ja. Das ist auch individuell verschieden. Manche Steine wirken beim anderen sehr gut, der andere spürt das nicht so sehr oder spürt andere Eigenschaften des Steines mehr. Das wäre auf jeden Fall etwas, was dich sehr unterstützen würde diesen Monat. Ja, um hier in Balance zu kommen. Ich finde es auch super, dass hier die 11 ist und da die 11. Also ja, nutze diese Kraft der Steine, um in Balance zu kommen. Du kannst auch dein Wasser energetisieren etc. Alles, was damit zusammenhängt, ist diesen Monat sehr, sehr begünstigt für dich. Ja, und mit den Ahnen, das ist wirklich, ist eine interessante Sache. Ich schreibe mir das auch gleich auf. Das nehme ich mal als Hinweis, nochmal ein Ahnenreading zu machen die Tage.
Nächste Woche wird das nix, aber danach die Woche. Ich schreibe es mir gleich in meinen Terminkalender. Du hast hier auf jeden Fall Hilfe aus deiner Ahnenreihe. Da möchte jemand helfen oder vielleicht auch mehrere Personen. Und die können leben, sie können aber auch schon verstorben sein. Hier kommt es sehr darauf an, in welcher Situation du gerade steckst. Vielleicht kannst du das irgendwie herausfinden. Ja, das dir auch mal anschauen oder fragen, wenn das noch möglich ist, oder auch die geistige Welt, deine Ahnen in einem Ritual oder in einer ruhigen Minute fragen, wie sie vielleicht mit solchen Situationen umgegangen sind, mit Enttäuschungen. Gab es Enttäuschungen in deiner Familie? Wie ist deine Mutter, deine Oma oder wie gesagt auch weiter zurückliegende Ahnen, wie sind die damit umgegangen? Wurde darüber gesprochen? War das okay? War Scheitern auch irgendwie okay in deiner Familie? Darf man mal scheitern? Dürfen Sachen mal nicht funktionieren? Oder muss man immer erfolgreich sein? Wären solche Fragen. Und naja, aus meiner Perspektive gehören Sachen, die nicht funktionieren, zum Leben dazu. Ja, also es ist nichts Ungewöhnliches, es kommt jeden Tag vor und naja, gerade aus dem Schulumfeld weiß ich auch, Fehler machen ist nichts, da haben wir keine Kultur hier in Deutschland. Ja, Fehler sind immer schlecht. Aber ohne Fehler zu machen, lernt man halt auch nicht. Das ist die andere Seite. Aber wie gesagt, vielleicht bist du auch wirklich jemand, der hier in der Schule oder mit jungen Menschen arbeitet, im Kindergarten etc. Dann vielleicht auch, wenn das gar nicht so für dich persönlich ist, vielleicht auch nochmal das Bewusstsein dafür zu schaffen, jungen Menschen auch beizubringen, wie man denn mit Fehlschlägen, mit falschen Ergebnissen in Anführungsstrichen immer umgeht, ja, und ihnen auch das Gefühl zu geben, es ist okay, wenn mal etwas nicht gut läuft, wenn du mal etwas falsch machst, ja. Das Leben geht weiter und es gehört dazu. Jeder macht Fehler, jeder hat mal Angst. Ja, jeder kennt auch das Gefühl, dass hier ein Traum sich nicht erfüllt. All das ist ja durchaus menschlich und jeder kennt es. Ja, nur ganz am Rande, war vielleicht nur für eine Person. Egal, kam mir gerade nochmal so. Verbindung mit deinen Ahnen, ganz wichtig. Wir schauen auch, wie gesagt, demnächst nochmal in die Ahnenkarten. Ich könnte auch jetzt sofort mal eine ziehen. Lasst mir auch gerne ein Hinweis darauf da, was für ein Thema ich hier beleuchten soll im Ahnenreading. Ich mache das ja sehr gerne. Wie gesagt, ich bin ein Krebs, die stehen auf Familie, Tradition und Ahnen irgendwie, ja, vom Sternzeichen her, vom Klischee her könnte man auch sagen, passt das sehr schön. Oftmals sind wir auch, ja, durch persönliche Umstände dadurch gezwungen, uns genauer mit unseren Familienverhältnissen und unseren Ahnen auseinanderzusetzen. Darum ist das für mich ein sehr interessantes Thema. So, wir haben hier zwei Karten, finde ich interessant. Vielleicht entscheidest du dich für eine, vielleicht möchtest du, wenn ich beide anspreche, auch beide anschauen. Ich bin interessant, was hier kommt. Was haben die Ahnen hier mitzuteilen? Da kommt einmal der Ritter. Das ist ja Ritterschaft. Das ist ja spannend. Ja, eine männliche Karte. Vielleicht möchte hier ein männlicher Ahne etwas sagen. Vielleicht warst du auch ein Mann in deinem früheren Leben. Ja, und der Ritter verteidigt etwas, ja, der zieht in die Schlacht, der ist mutig, kommt mir ja auch zum König der Stäbe ganz gut, dass hier vielleicht auch der Ritter, auch wenn du eine Frau bist, diese Ritterenergie in dir jetzt hervortreten möchte. Einerseits, andererseits hat der Ritter auch immer, ist er durchaus gebunden, ja, er wurde von jemandem zum Ritter gemacht, er wurde zum Ritter geschlagen. Also vielleicht kämpfst du hier auch noch Kämpfe, die gar nicht deine sind. Ja, kämpfst für eine Sache, hinter der du nicht stehst, oder du stehst eben sehr, kann eben umgekehrt oder die andere Waagschale dann, du bist sehr überzeugt von etwas und kämpfst mit allen Mitteln oder möchtest etwas mit allen Mitteln jetzt sofort durchsetzen vielleicht. Der Ritter ist auch nicht gerade geduldig. Ja, und dann sagt vielleicht dieses Blatt zu dir, mach ein bisschen langsamer, das kann zu dir kommen hier mit den Herzenswünschen, auch mit dem Gebet, aber vielleicht nicht jetzt sofort. Sehr spannend. Vielleicht kommst du sogar aus einer Adelsfamilie oder so und weißt, dass deine Vorfahren vielleicht Ritter waren. Sehr spannend. Lass mir da gerne einen Kommentar da. Ja, das wäre auf jeden Fall zu schauen. Ja, ist es hier die feurige Energie, die dich antreibt und vielleicht auch so ein bisschen ruhelos machst? Bist du jemand, der immer das Gefühl hat, kämpfen zu müssen?
Und kämpfst du wirklich für deine eigene Sache? Das wären so Sachen, die mir hier kommen in dem Zusammenhang. Und dann haben wir als zweite Karte Spouse. Ich glaube, Verlobter heißt das, ne? Verlobter oder sogar Ehemann? Ah, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber es geht hier eindeutig um Beziehungen. Und was diese beiden Karten auf jeden Fall schon mal gemeinsam haben, ist halt eine Verbindlichkeit, ja, dass es hier nochmal zu gucken gilt, wem oder was habe ich mich verpflichtet in der Vergangenheit oder meine Vorfahren, wie haben die sich irgendwie verpflichtet? Gab es Eide, die hier noch zu lösen sind oder die vielleicht auch positiv sind, je nachdem. Ja, es kann aber auch sein, dass es sich hier um Liebesthemen handelt, natürlich, ne? Wir sehen das hier, das Pärchen, das sich küsst, und vielleicht geht es hier auch um eine Beziehungsthematik, auch das kann natürlich sein. Ihr Lieben, ja, es ist ein allgemeines Orakel, das ist jetzt schwierig für mich. Ich kann, also, ne, wie gesagt, kann gut sein. Hier einige sind hier vielleicht mit einer vergangenen Beziehung beschäftigt, andere eher hier mit Kämpfen, die auszufechten sind. Vielleicht ist es auch beides, dass du immer das Gefühl hast, du musst kämpfen in deiner Beziehung, um deine Beziehung. Sehr spannend. Da schauen wir demnächst nochmal genauer rein, ihr Lieben. Ich schreibe mir das auf jeden Fall auf. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen Optimismus und positive Energie mitgeben, ja. Sehr herausfordernder Stapel. Ihr Lieben, nehmt es nicht zu schwer, nehmt es euch nicht so zu Herzen. Achtet auf euer körperliches Wohl. Natürlich auch insbesondere für euch. Vielleicht habt ihr die Einleitung nicht gesehen, dann schaut nochmal. Ernährung, Baden, Duschen, für euch wirklich besonders wichtig, um hier positive Energien an euch zu binden und die Vergangenheit loslassen zu können. Weg damit. Ja, also Reflexion ist eine gute Sache, aber übertreibt es damit nicht. Ich habe das Gefühl, dass es hier vielleicht auch einfach übertrieben wird. Und ja, ihr glaubt an euch, glaubt auch an die, dass es gut mit euch meint. Ja, ihr habt hier wirklich ein großes Potenzial in euch mit dem inneren Kind, egal in welchem Bereich. Du kannst hier wirklich gut zu anderen Menschen durchdringen und denk dir das nicht kaputt. Ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder zum Vollmond-Spezial und zu den Portaltagen am Ende der Woche. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, habt einen schönen Februar. Trotz allem hoffe ich, ja, dass ihr hier wirklich in die gute Energie kommt. Und wir sehen uns. Ihr Lieben, macht es gut. Ciao.